Fragen über Fragen zu der Lehre als VG. Die stellen wir uns heute und fragen die Antworten beim Leard ab. Der Leard ist Lernende im zweiten Lehrjahr beim Schmidhof. Und den holen wir jetzt dann gerade dazu. Bevor wir ihn dazu holen, wollte ich euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich zu dem Livestream begrüßen. Schön, sind ihr da. Und ich hoffe natürlich auf eine gute halbe Stunde mit euch. Genau, jetzt suchen wir gerade den Leard, um ihn dazu holen. Schön, sind ihr alle schon dabei. Es geht darum, etwas länger, bis wir ihn finden. Unter all denen, die sich schon dazu geschaltet haben. Aber es wird bald der Fall sein. Genau. Genau, wir warten noch, bis sich der Leard zuschaltet. Ja, ist noch am Laden. Sobald er da ist, wird er sich natürlich vorstellen. Das interessiert uns besonders, wer er eigentlich ist. Mein Name ist Julia Stachler. Ja. Ich bin Laufbahnberaterin bei BITS Oerlikon für Gesundheitsberufe. Und ich will ihm einfach die Fragen stellen, die Fragen, die ich mitgebracht habe. Und natürlich all die Fragen, die ihr ihm nachher werdet stellen, weil es geht ja auch darum, dass ihr heute eure Fragen klären könnt. Ja, bis zum Sinn hier oben. Genau. Wir warten immer noch darauf, dass der Leard dazu stößt. So, super, Leard, hat das geklappt? Jawohl. Sehr gut. Dann willst du dich gerade mal kurz vorstellen, wer du bist? Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Leard Peschori. Bin 18 geworden, vor ein paar Tagen. Ich arbeite im Alters- und Pflegeheim Schmidhof und bin im zweiten Ausbildungsjahr. In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Fußball. Und ja. Dann wissen wir schon einiges über dich. Genau. Genau. Genau, wir haben ja im Vorfeld auch abgemacht, dass wir uns duzen. Ja. Das ist super. Normalerweise, wenn ihr sonst mit dem Berufsberater redet, liebe Zuschauer, tun wir noch auf Sitze. Heute machen wir da eine kleine Ausnahme. Genau. Das Ziel von unserem heutigen Gespräch ist, dass sich unsere Zuschauer auch nachher ein besseres Bild darüber machen können, was man eigentlich so als Lernende Frage den ganzen Tag so macht, was man da erlebt, wie das Leben da so aussieht. Genau, wir werden etwa eine halbe Stunde miteinander reden. Und ich tue dir zu verschiedenen Themen Fragen stellen. Zuerst ein bisschen zu deiner Berufswahl und zu deiner Lehrstellensuche. Nachher dann zu deinem Alltag, also was machst du wirklich den ganzen Tag. Und am Schluss noch ein bisschen, wie ist es in der Berufsschule und hast du Pläne schon für die Zukunft geschmiedet? Genau. Ja. Ich habe immer ein paar Fragen mitgebracht für dich. Ja. Die ich dir gerade als erstes stellen will. Wir so aus früheren Veranstaltungen wissen, dass das viele Leute interessiert. Und wenn ich meine Fragen gestellt habe, dann möchte ich auch sehr gerne Fragen von unseren Zuschauern noch stellen. Die könnt ihr alle über den Sticker laufend schreiben. Das ist unten so wie eine Sprechblase mit einem Fragezeichen drin. Ich bin sicher, ihr werdet die alle finden. Das macht es mir leichter, als wenn ihr es würdet über die Kommentarfunktion einblenden. Also am liebsten einfach gerade über den Sticker und ich tue sie dann nachher dir, Leard, erstellen. Jawohl. Super. Also nach all dem Vorgeplänkel ja. Schiessen wir doch mal los. Genau, ja. Also wie bist denn du eigentlich auf den Beruf als VG gekommen? Also wie ich auf den Beruf als VG gekommen bin, das hat eigentlich schon ganz klein angefangen. Habe ich mit meinem Bruder oder meinem Vater sehr gerne so Medizinserien angeschaut. Und eben dort war halt auch die Pflege drin. Obwohl eigentlich die Ärzte im Vordergrund waren, aber dort hat man auch die Pflege gesehen. Und dort hat mich schon dort mega interessiert. Ah, wieso macht er jetzt einen Blutentnahme?
Und ja, eigentlich schon von dort her habe ich immer gewusst, dass ich in einem Gesundheitswesen-Job arbeiten würde, in der Pflege. Genau. Was sicher auch ein Grund war, dass ich sehr gerne einen abwechslungsreichen Beruf machen wollte, wo ich weiss, dass ich am nächsten Tag, also wenn ich am Morgen aufstehe, dass ich am nächsten Tag nicht weiss, was ich genau machen muss. Also es ist halt immer so, der Bewohner ist immer anders drauf. Genau. Was sicher auch ein Grund war, warum ich als VG machen wollte, ist, ich habe immer gerne in einem Team gearbeitet. Das kommt wahrscheinlich auch vom Fußball, denke ich mal, dass wir alles im Team alles gemeinsam machen wollen. Und eben ist mir wirklich wichtig, dass ich in einem Team arbeite. Wieso kann man sich gegenseitig unterstützen? Auch ein paar Situationen, die schwierig sind, gemeinsam meistern, Ängste miteinander teilen, Sorge. Was, ja, genau. Was auch ein sicherer Grund war, warum ich VG geworden bin, ist sicher die Weiterbildmöglichkeiten, die ich habe, da in dem Beruf. Sei es in der Pflege oder in anderen Gesundheitsberufen. Die sind wirklich super. Und ja, es gibt also so viele Gründe, warum ich machen wollte. Ich kann einfach nicht so viel, ich kann nicht alle aufzählen, weil es mir vielleicht Livestream, glaube ich, eine Stunde geht. Okay, super. Also hast du einfach gewusst, ich werde VG. Du hast dir gar nichts anderes überlegt, oder? Genau. Bist du auch noch wirklich von Anfang an auf diesen Beruf aufgesprungen? Ja, okay. Genau, von Anfang an. Super. Und man kann ja das zum Beispiel im Spital machen. Ja. Oder in der Langzeitpflege, also in einem Alters- und Pflegeheim, wie du jetzt bist. Oder genau. Bei der Spitex oder noch an ganz vielen anderen Orten. Genau. Ist für dich von Anfang an klar gewesen, dass du in die Langzeitpflege willst? Also von Anfang an war es mir nicht klar gewesen. Ich bin auch in einem Spital geschnuppert. Aber wie man sagt, der Bauchgefühl täuscht dich eigentlich nie. Ich bin im Alters- und Pflegeheim im Alters- und Pflegeheim Schmidhof geschnuppert. Und eben, es hat mir eigentlich dort sehr, sehr gefallen. Vor allem, weil ich sehr gerne mit so alten Leuten arbeite, die ein bisschen betagt sind. Und ich eigentlich mir eigentlich so vorgestellt habe, dass die Leute, die ein bisschen älter sind, dann ihnen also so das Bestmögliche kann machen, dass sie schon ein schönes Leben haben wie möglich. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die haben ja uns die Schweiz aufgebaut, was wir heute haben. Und ich kann ihnen auch etwas zurückgeben. Und halt im Spital, also es ist auch eine Option. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, dass ich jetzt die ganze Zeit im Langzeitbereich bleibe. Einfach, es hat mir jetzt einfach mehr gefallen im Alters- und Pflegeheim Schmidhof. Und auch die Angebote, die sie mir dort gemacht haben, das ist sicher nicht selbstverständlich. Was haben sie denn dort für ein Angebot gemacht? Also die Angebote, die sie dort haben, sind sicher mal auch die Lernateliers, die sie dort haben. Das heisst, wir gehen an einem Nachmittag oder an einem Morgen zusammen etwas anschauen. Wie zum Beispiel, ich hatte jetzt zum Beispiel das Thema Blutentnahme gehabt. Und dann sind wir das eben nochmal im Alters- und Pflegeheim Schmidhof anschauen gegangen. Wie Theorie, auch Praxis, dass man sowie auch Sicherheit hat, auch im Betrieb, wie es bei uns im Betrieb läuft, weil die Schule und der Betrieb ist halt immer ein bisschen anders. Okay, gut, wir kommen ja nachher auf die Schule und den Betrieb nochmal zurück. Aber genau. Du bist recht genau hergegangen, schauen, was bietet sie den Lernenden in dem Fall. Und hast das Gefühl gehabt, da bietet es mir wirklich mega viel. Genau, genau. Okay. Richtig. Cool. Ja. Super. Und ist die Lehrstellensuche so einfach schwierig gewesen? Wie bist du da vorgegangen in dem Ganzen? Also, ich muss sagen, ich habe mir relativ viel Zeit gelassen. Ja. Ich wollte wirklich nicht etwas Falsches machen. Ich wollte mir wirklich sagen, okay, jetzt bin ich sicher für die Lehre und dann mache ich die Lehre. Darum habe ich eben ein Praktikum davor gemacht. Mhm. In der Pflege, nur so, um zu schauen, ob vielleicht passt es mir nicht oder vielleicht habe ich mich komplett enttäuscht. Also enttäuscht, wie der Beruf ist, aber es ist eben nicht so. Darum habe ich eigentlich nicht Schwierigkeiten gehabt, die Lehre zu suchen. Und das Praktikum, wie lange ist denn das gegangen? Ein Jahr lang. Ah, okay. Genau. Ja. Und wo hast du denn das Praktikum gemacht? In Aldiswil, in einem Altersheim in Aldiswil. Ah, auch in einem Altersheim? Genau. Und das hast du dann einfach gefunden? Ich muss sagen, ja. Ich muss sagen, ich habe nicht grosse Schwierigkeiten gehabt, weil im Praktikum halt ich noch nicht so viele Sachen darf machen wie in der Lehre. Und das ist aber mir gut gegangen, weil ich mich langsam an dem, so halt in der neuen Arbeitswelt, ich war ja dort noch 15 gewesen. Und ja, genau. Okay. Und wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach dem Altersheim mal angerufen und gefragt, nehmen wir einen Praktikant, oder? Eigentlich ja. Ja, kann man so sagen, ja. Okay, ich habe eine Bewerbung, also ich habe angerufen, ob sie Praktikum haben, haben sie ja gesagt. Dann haben sie mir gesagt, ich soll eine Bewerbung schicken, dann habe ich eine Bewerbung geschickt.
Okay. Und dann hättest du ja können die Lehre auch dort machen, oder? Ja, hätte ich können machen, aber eben der Alters- und Pflegeheim-Schmiedhof hat mich so überzeugt, dass ich unbedingt dort die Lehre machen wollte. Also wirklich super. Okay, also bist du wirklich gleich an verschiedenen Orten schnuppern und hast das ein bisschen verglichen, wo genau. Es dir am besten gefällt. Super. Genau. Genau. Ja, hast du noch irgendwie Tipps an unsere Zuschauer, die jetzt sich vielleicht gerade in diesem Prozess befinden? Ja, was ich wirklich euch empfehlen kann, ist sicher viel schnuppern. Weil dort kann man am besten wissen, wie der Beruf ist. Und auch, wenn man sich wirklich unsicher fühlt, kann man auch andere Sachen schnuppern. Eben, und dort, wenn man schnuppern geht, wirklich viel fragen. Viel, wirklich auch Sachen, die unklar sind. Weil sonst, wenn ihr nicht fragt, wisst ihr nicht, wie es abläuft. Und vielleicht entscheidet ihr dann doch für den falschen Beruf. Oder genau. Und sicher, wenn es nicht so läuft mit der Lehrstellensuche, auch Vitamin B. Vitamin B hilft sehr. Auch fragen im Freundeskreis oder in der Familie oder Cousins, ob irgendjemand vielleicht eine Lehrstelle hat oder ob ich dort mal bei euch schnuppern kann. Genau. Und das hilft auch sehr. Okay, super. Gell, wir haben ja jetzt eine spezielle Situation. Dieses Jahr mit dem Schnuppern ist es eben nicht so einfach. Darum sind wir jetzt auch miteinander am Reden. Genau. Aber ich denke, dann, wenn man es wieder kann, also haltet euch einfach auf dem Laufenden, wenn man es wieder kann, macht es unbedingt. Und vorher, denke ich, hast du super Tipps jetzt auch gegeben, dass man vielleicht mit den Leuten redet, die in diesem Bereich schon arbeiten. Und ganz viel eben auch das Vitamin B nutzt, um sich ein klareres Bild können machen über den Beruf. Genau, genau. Super. Ich glaube, wir schauen uns mal an. Wir haben 8 Fragen schon bekommen von unseren Zuschauern. Ja. Im Moment sehe die nur ich. Ja. Und ich schaue mal, es hat da ein paar Fragen, zum Beispiel, was machen wir im ersten Lehrjahr, auf das kommen wir gerade als nächstes. Mhm. Genau. Also, es sind eigentlich alles solche, wo wir gerade als nächstes drauf zukommen. Was machst du am liebsten in der Lehre? Brauchst du viel Geduld im Job? Ist es anstrengend? Was wird später werden? Was machen wir als Frage? Also, ich würde sagen, es ist gar keine einzige Frage jetzt wirklich zu, wie du in deinen Job reingekommen bist. Darum erlaube ich mir, die Frage noch ein bisschen zurückzustellen. Jawohl. Für nachher, genau. und dann frage ich dich gerade das, was sie alle gefragt haben. Was machst du eigentlich den ganzen Tag als Frage? Wie sieht bei dir so ein Arbeitstag aus? Also bei mir sieht die Arbeit, soll ich jetzt, ich erzähle es ein bisschen genau. Also, genau. Also ich stand ja, um 7 Uhr fängt die Schicht an. Ich gehe um 7 Uhr. Dann begrüsse ich halt mein Team, begrüßen, ob alle gut geschlafen haben. Dann hoffentlich haben alle gut geschlafen. Und dann lese ich mich in einem Dokumentationssystem einlesen. Schaue ich, wie der Tag gestern war oder wie die Nacht war. Das kann zum Beispiel sein, ob der Bewohner vielleicht schlecht geschlafen hat, ob er irgendeine Errötung hat, zum Beispiel an der Liste. Oder muss man das Gewicht machen? Oder ist irgendetwas verordnet worden, ein Blutentnahme zum Beispiel. Genau, wenn das fertig ist, dann fange ich an zu arbeiten. Also natürlich ist das Dokumentationssystem viel mehr, aber ich zähle jetzt nicht so viel. Ja. Genau. Dann fange ich an, kommt je nach darauf an, muss ich mit dem Team besprechen. Jetzt, weil ich im zweiten Lehrjahr bin, kann ich entweder Medizinaltechnik anfangen, das wäre zum Beispiel Tröpfchen richten oder schon das Medikament verabreichen, also gehen, das tue ich mit dem Team entscheiden. Ob ich das jetzt mache, meistens mache ich, weil ich ja noch in der Ausbildung bin und das lernen soll. Dann fange ich an pflegen. Körperpflege gehört auch zu der Lehrstelle als Fachmann Gesundheit. Also was heisst Körperpflege genau? Also die Körperpflege heisst genau, die Leute früher, also wie wir jetzt, wir tun ja uns auch tagtäglich pflegen, wir gehen durchs WC, wir tun unser Gesicht waschen, machen wir, übernehmen wir auf eine Art das, was sie leider nicht mehr können. Mhm. Aber gleichzeitig fördern wir da ihre Ressourcen, fördern, weil wir wollen nicht komplett ihre Selbstständigkeit verlieren. Also alles, was noch selber können, dürfen sie selber machen. Genau. Und alles, was nicht mehr können, helfen dir dabei. So. Genau, genau. Mhm. Genau, nachdem, wenn es fertig ist, tut man meistens logistische administrative Sachen machen. Sei es Arzt anrufen, Angehörige, Dienste organisieren, Sachen organisieren, wie zum Beispiel einen Arzttermin. Genau.
Dann gibt es auch einen Tag, wo man eine Arztvisite hat. Das ist, wenn der Arzt vorbeikommt und seine Patienten, also seine Bewohner anschaut, die bei ihm als Hausarzt angeht sind und fragt ihn, wie es ihm, also wie es dem Bewohner geht. Das kann, also meistens kommt das von der Arzt, wenn der Bewohner wirklich etwas hat. Zum Beispiel hat er zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein bisschen Schmerzen am Rücken oder an den Beinen. Ich bin letztes Mal bei uns in einer Bewohnerin. Dann kommt er da an und dann tun wir das zusammen mit dem Arzt besprechen, was wir da am besten machen können. Genau. Und wir von der Pflege müssen das halt an dem Arzt sagen, weil wir kennen den Bewohner fast ein bisschen besser als den Arzt, weil wir tagtäglich bei ihm sind und die Fortschrittene vom Bewohner anschauen kann, ob es sich verbessert hat oder sich verschlimmert hat. Genau. All die Beobachtungsgabe, vernetztes Denken ist wichtig in meinem Job. Genau. Und bei der Medizinaltechnik gehört zum Beispiel, habe ich auch tagtäglich den Blutzucker messen. Das nennt man kapilläre Blutentnahme. Das wäre zum Beispiel am Finger, Ohrläppchen oder an der Fußsohle. Also du musst die Leute dann stechen, sorry. Also du musst da wirklich Blut abnehmen. Genau, genau. Okay. Genau. Sei es dann eine venöse Blutentnahme. Genau, das wäre an der Vene. Und dann gehören auch Medis richten, Medis kontrollieren, Verbandwechsel und noch vieles, vieles mehr. Okay, also ich sehe, es ist recht abwechslungsreich, was du da den ganzen recht, Tag machst. Recht, recht, Es ist ja vorher gerade noch eine Frage, ist es denn streng? Einfach ist es nicht. Aber bin ich glücklich, dass es nicht einfach ist, sonst wäre es langweilig. Genau, es ist nicht einfach, man muss sich schon bewusst sein, dass man schon eine Verantwortung hat. Vor allem bei Medikamenten zum Beispiel. Darf man jetzt, ich will jetzt keine Angst machen, muss man konzentriert sein. Mhm. Weil ein Medikamentenfehler könnte nicht gut rauskommen. Muss man sich wirklich konzentrieren. Und ja, es gibt auch Bewohner, die halt aus einer Krankheit leider ein bisschen anders drauf sind als kognitive gute Leute, zum Beispiel Demente. Wo man wirklich Geduld haben muss, wo sie halt ein bisschen anders ticken. Und genau, aber genau das macht es eben den Beruf so spannend und ich bin wirklich froh, dass ich dann das dann machen kann, weil es mir einfach nur Spass macht, dann den Leuten können helfen. Genau. Super. Ich schließe gerade an, neben dem Strengen ist auch noch die Frage, gibt es denn Schattenseiten in deinem Beruf? Also Schattenseiten gibt es sicher. Vor allem, also das Sterben gehört halt zum Leben dazu. Also bei uns sind halt ein bisschen ältere Leute. Die Leute wissen auch, dass das normal ist, dass, man, dass der Tod dazugehört. Aber ich kann zum Beispiel von einem Beispiel erzählen. Ist eine Bewohnerin verstorben. Und die Angehörigen sind halt traurig gewesen, dass sie einfach nicht dort sein können, wo sie gegangen ist. Genau. Mhm. Und das tut halt. Es ist halt traurig, weil ich habe sie noch das letzte Mal gesehen, bevor sie stirbt. Und ja, das gibt es auch, ja, natürlich. Aber es gibt, so wie Schatten, auch positive Sachen, auch bei jedem Beruf fast. Genau. Und jetzt, wenn so etwas Schwieriges passiert, wie wenn jemand verstirbt oder so, hast du da jemanden, wo du kannst darüber reden oder wo dich da unterstützt, wie du damit umgehen sollst? Ja, sicher. Also natürlich, das macht es eben gut, dass man ein Team hat. Vor allem im Alters- und Pflegeheim Schmiedhof gibt es auch, wo ich meine Bildungsverantwortliche hingehe, wenn es mir nicht gut geht. Oder meine Berufsbildnerin, sie ist meine erste Ansprechpartnerin. Wenn es mir wirklich nicht gut geht oder so, kann ich zu ihr angehen und ihr sagen, hey, los, mir geht es nicht gut. Mich hat das vielleicht mitgenommen. Und, ja. Oder mir geht es allgemein nicht gut. Vielleicht irgendetwas anderes ist etwas passiert im Beruf oder privat. Dann kannst du mit deiner Berufsbildnerin sehr gut darüber reden. Okay, super. Und ja. Auch sonst, wenn man etwas nicht weiß oder so, machst du die Sachen nicht allein, oder? Sondern bist unterstützt. Genau, okay. Kann ich jederzeit überholen und es wird auch immer geholfen. Okay, super. Genau. Ich wollte ja nicht unterschlagen, was du noch alles mitgebracht hast. Du hast nämlich ein paar Sachen mitgebracht, die einem noch ein bisschen bildlich zeigen, was du als VG so in der Hand hast. Ja. Willst du uns das mal ein bisschen zeigen? Jawohl. Also, ich habe die bekannte Sekundenuhr. In der Pflege sagt man Schwesteruhr, aber ich sage das nicht, weil ich keine Schwester bin. Und die habe ich hier, um den Puls zu messen. Das ist gemeint, wenn der Puls über eine Minute geht, dass ich dann eine Minute den
den Schlagzähl, wie viel mal der Puls schlägt und dann den Puls haben, genau. Und aus den hygienischen Gründen, weil man halt eben keine Uhr an der Handgelenk genau, haben kann. Und das ist mein Lieblingsgegenstand, weil Zeit ist sehr wichtig. Ja. Und Zeit ist nicht überall. Darum kann ich dann immer so ein bisschen spicken, welche Zeit es ist. Genau. Dann habe ich hier so einen Pupillenleuchter. Ich würde gerne anmachen. Ich hoffe, ich blende euch alle nicht. Und mit dem tue ich eben zum Beispiel auch das Rachen anschauen. Das kann sein, zum Beispiel lese ich im Dokumentationssystem, dass jemand eine Rötung hat. Dann schaue ich rein, ob das sein kann, dass es wegen einer Prothese ist. Oder ja, genau. Schaue also ich das da, an. Da schaue ich rein. Genau, genau. Super. Oder im Mundbereich. Ja. Dann schaue ich auch vielleicht zum Beispiel rein, ob er ein Sohr hat. Sohr heisst Mundpilz. Mhm. Schaue ich rein, ob vielleicht genau so Sachen. Aber ich schaue auch in die Pupille rein, ob der Bewohner vielleicht da ist. So kann ich auch diagnostizieren. Also diagnostizieren, einfach schauen, ob der Bewohner verstorben ist. Kann man auch schauen, ob die Pupille eine Reaktion macht. Oder bei einem Medikamentenwechsel. Fehler. Kann ich auch schauen, ob ich das Medikament ihn benommen hat oder total weggenommen hat. Das klingt so ein bisschen hochdramatisch bei dir. Nein, es ist nicht so hoch. Es passiert sehr selten. Okay, sehr, sehr da selten. Bin ich auch froh, genau. Genau. Wie wir halt, genau. Weil ihr ja sorgfältig arbeitet, gell? Genau, genau. Dann habe ich hier ein Stethoskop. Das kennen wahrscheinlich viele Films. Und mit dem kann ich eben den Blutdruck hören. Genau, also das Herzschlag, den oberen und den unteren kann ich hören und dann den Blutdruck aufschreiben. Super. Genau, und dann habe ich hier noch einen Butterfly. Das ist mein Lieblingsgegenstand, ich mache sehr gerne Blutentnahmen. Warum Butterfly? Weil es halt wie ein Butterfly aussieht. Ich zeige es euch schnell. Genau. Und ja, mit dem macht man einen Blutentnahme. Tipptopp. Ich glaube, es hilft ein bisschen, um sich zu vorstellen, wie es ist. Genau. Genau, jetzt haben wir ganz viele Fragen bekommen. Mhm. Wenn wir mal schauen, was da so drin ist. Hast du Angst gehabt, beim ersten Mal jemandem eine Spritze zu geben? Eine Spritze habe ich bis jetzt noch nicht gegeben, also, weil ich halt noch nicht die Kompetenz habe. Aber ich werde sie bald haben, weil ich bald das Thema im UK habe. Und in der Schule. Und genau. Aber ich habe allgemein keine Angst vor Spritzen. Habe ich nicht gehabt. Okay, super. Ich mag nicht glaub, alle rausnehmen, aber hast du viel geteilte Dienst? Hast du geteilte Dienst? Ich bin glücklich, dass der Alters- und Pflegeheim-Schmiedhof das eben nicht macht. Weil der Alters- und Pflegeheim-Schmiedhof meint, dass der Frühdienst, es ist auch so, im Frühdienst sieht man am meisten als in geteilten Diensten. Oder genau. Und es kann eben sein, dass ja, es wird einfach wirklich drauf geschaut, weil der geteilte Dienst nimmt dann auch ein paar, den Abend. Also es ist halt so, du schaffst von 12 Uhr, dann macht man Pause. Dann schafft man zum Beispiel von 4 Uhr und dann schafft man wieder von, bis am 9 Uhr. Aber ich mache jetzt bis jetzt nur Frühdienst. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich auch mal gerne einen Spätdienst machen würde, nur um zu schauen, wie der Abend so läuft. Aber der Frühdienst geht mir halt am meisten. Ja, genau. Also ich glaube, gewisse Schattenseiten haben wir ja vorher schon gehabt. Das kann schon mal sein, dass man einen geteilten Dienst nachher hat, wenn man ausgelernt ist. Oder genau, wenn regelmäßige genau. Arbeitszeiten kann, sind für die einen auch Schattenseiten. Genau. Genau. Dafür kann man mal shoppen, wenn die anderen genau. Nicht können. Genau. Unter der Woche ist es auch viel leerer auf unserer Seite zum Beispiel. Ja, genau. Das ist super. Genau. Jetzt. Eine ist jetzt zwar noch mal zuvor mit mich, aber schon auch wunder, was haben denn deine Kollegen gesagt, wo du ihnen mitteilt hast, dass du die FAGE-Lehre machst? Also, wo ich meine Kollegen mitteilt habe, dass ich eine FAGE-Lehre mache, bin ich ganz ehrlich. Es hat ein paar gehabt, wo wirklich mir Respekt gesagt haben, wirklich so toll, dass du das machst, weil die Pflege halt wirklich ein super Beruf ist und die mir wirklich auch Unterstützung gegeben. Dann hat es auch so Leute gegeben, wie zum Beispiel, wo mir gesagt haben, oh, du tust ja nur die Körperpflege machen und so Sachen. Dann habe ich ihnen halt wirklich aufgeklärt, was wirklich die Aufgaben auch sind, neben der Körperpflege, die all die Medizinaltechnik, die logistische und die organisatorische Sachen. Dann haben sie mir, erst dann haben sie so ein Aha-Effekt gegeben.
Und sie sagen, ah, wirklich so, okay. Und auch jetzt noch fragen sie mich ein paar Sachen so. Die meinen, ich bin ein Arzt, bin aber leider noch nicht ein Arzt. Ja. Fragen sie mich so, wie läuft es und so? Ist es so spannend und so? Fragen sie mich ein paar Sachen. Genau, ja. Okay, also du hast dich ein bisschen überzeugen können. Wir gehen jetzt noch weiter zu der Berufsschule, wenn ich leider nicht ganz alle Fragen habe beantworten bis jetzt. Was hast du da für Fächer und wie häufig gehst du in die Schule? Also, wie häufig ich in die Schule gehe, im ersten Lehrjahr gehe ich zweimal in der Woche, also jede Woche in die Schule. Dann im zweiten Lehrjahr genau das Gleiche. Und dann im dritten Lehrjahr geht man 4 Tage arbeiten und einen Tag geht man dann in die Schule. Und was für Fächer wir haben? Wir haben ABU, das ist Allgemeinbildung, das ist Gesellschaft und Deutsch. Also genau, Deutsch muss ich jetzt nicht so viel erklären, das ist halt ein selbst erklären. Und Gesellschaft tut man halt wirklich das Allgemeinwissen, wie zum Beispiel Steuern, Erben, wie man es heiraten kann. Genau. Genau, ich glaube, du mal noch die Fächer sagen, die in der Pflege, also oder Genau. wo fachspezifisch sind. Genau. Dann hat man eben noch die Berufskunde. Die Berufskunde ist eben genau alles, was wir da in der Pflege machen müssen. Das ist wirklich alles, was wir von der Pflege wissen müssen. Und das kann zum Beispiel eben, wir haben das Thema Blutentnahme, das Thema Blut haben wir gehabt und all die Sachen, was wir in unserer Tätigkeit als Fachmann oder Fachfrau Gesundheit machen. Und genau, ich bin mir persönlich, das Fach Berufskunde, ich habe schon beim anderen Video erzählt, ich könnte dort den ganzen Tag sein, weil es ist wirklich spannend. Es ist wirklich, wirklich spannend. Und ja, und dann kann man eben so die Theorie gerade in die Praxis umwandeln, was man so in der Können. Schule. Genau. Super. Und sag mal, gibt es etwas, was schwierig ist in der Schule? Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so Probleme in der Schule. Aber es gibt sicher jetzt im zweiten Lehrjahr sowieso ist schwieriger, weil das Niveau geht höher. Muss ich sagen, es wird mehr verlangt, man hat mehr Prüfungen. Aufs Mal, also nicht aufs Mal, einfach ein bisschen mehr Prüfungen, ein bisschen mehr Stoff, ein bisschen längere Prüfungen. Aber das geht, weil man wird halt wirklich von der Karriere- und Berufskundschule, ich wird halt, wirst wirklich gerade mega gut unterstützt von den Super. Lehrern. Die Lehrer lernen dir Zeit. Und wenn du es nicht so gut verstehst oder nicht so gut dran bist, kannst du ja auch zu einem Stützkurs gehen, wo man so einen extra Kurs hat. Okay, Genau. super. Gut. Ich schaue mal, was unsere Zuschauer noch so alles fragen. Das sollen ja ihre Fragen sein. Jawohl. In welcher, weißt du, dass in welcher Sekstufe dass man muss sein, zum Fage lernen? Man kann Sek B sein, Sek B aber mit guten Noten und sonst eigentlich Sek A. Okay, gut. Genau. Hast du mir einen Multicheck oder einen Stellwerktest einreichen da? Einen Stellwerktest habe ich nicht einreichen, aber als Fachmann Gesundheit müsste ich in vielen Betrieben einen Multicheck einreichen. Ich persönlich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich einen Multicheck einreicht habe oder nicht, aber als Fachmann Gesundheit müsste man eigentlich einen Multicheck einreichen. Okay, Genau. gut, also bei vielen, genau. Ja, genau. Ich sehe gerade, zu den Schulen sind, glaube ich, gar nicht mehr so viele Fragen gekommen. Da ist mir gerade noch eine Sau gesprungen, die nicht mit der Schule zu tun hat. Hast du dich schon mal verletzt im Schmiedhof? Also Verletzt? beim Arbeiten, ja. Nein, habe ich mich nicht verletzt, nein. Okay, gut, also bis jetzt alles sicher. Bis jetzt alles sicher, Okay, sehr gut. Ja, genau, wir sind ja jetzt schon etwa eine halbe Stunde miteinander am Reden. ja. Darum werde ich nachher dann langsam mal zum Schluss kommen. Ja. Aber ich suche da gerade noch, ob ich zwei, drei noch spannende Fragen habe. Sicher. Genau, also sind natürlich alle spannend, aber Ja, sicher, besonders ja. überraschend spannende. Genau. Also vieles haben wir wie schon so ein bisschen angeschnitten. Aber es fragt jemand ganz nett, was willst du später mal werden? Was ich später mal werden will, ich würde gerne Rettungssanitäter machen, diplomierter Rettungssanitäter HF ist eigentlich mein Ziel, was ich mal gerne werde werden. Ja, es ist einfach, wo seit klein auf, eben,
wird eigentlich die Ambulanz, also der Krankenwagen, immer so ins Auge, wo ich auch klein bin, immer, wo die Sirene kam, hat mir gefallen. Und ja, so halt ein bisschen Notfallmedizin interessiert mich sehr, genau. Würde ich sehr gerne mal machen. Ist mein Traum. Super, und hast du schon so einen schönen 5-Jahres-Plan, wie du dort herkommst, oder nimmst du es ein bisschen vorzu? Also, ich habe jetzt eigentlich schon einen Plan. Also, ich mache zuerst mal die Lehre fertig. Und dann weiß ich eben jetzt nicht, ich muss das nachher mal anschauen, ob ich nachher vielleicht nochmal die Hautpflege mache oder nachher die Hautpflege und nachher Rettungssanitäter oder ich mache direkt Rettungssanitäter. Aber ich muss das eben noch anschauen. Aber es wäre schon das Ziel, dass ich so schnell wie möglich also dass ich Rettungssanitäter bin. Nicht, dass ich irgendwie 40 bin oder Ja, so. okay. Ja, also dann schon mal dann, aber als nächstes Ziel mal den VG abschließen. Genau. Genau. Super. Also, ganze Fragen sind wir nicht durchgegangen, aber wir haben ja noch ein paar andere Lernende, die noch zu uns werden kommen. Und zwar nämlich kommt morgen schon Daniela, die als Lernende mit Blinden und Sehbehinderten arbeitet. Am Donnerstag kommt Emma, sie arbeitet in der Spitex. Und am Freitag der Emil, der im Kinderspital arbeitet. Und dann haben wir noch zwei, die andere Gesundheitsberufe vorstellen, nämlich die Johanna, die am Mittwoch den Beruf MPT, also Medizinproduktetechnologin, vorstellt. Und ganz spontan, morgen zu einer anderen Zeit, um 5:30 Uhr, kommt noch Elena, die als Assistentin Gesundheit und Soziales jetzt auch noch das Bild tut abrunden. Also die Frage, die wir jetzt heute noch nicht haben können, an Lea stellen, könnt ihr sehr gerne auch noch morgen stellen, einen von den anderen Lernenden oder den Rest von der Woche, wo wir noch Zeit haben. Genau. Dann willst du noch etwas sagen, Lea, so als Abschluss an unsere Follower? Was wollte ich noch sagen? Ja, ich grüße alle vom Schmiedhof. Ich grüße alle, die mich kennen. Und ja, Schluss sage ich, bleibt dran. Lasst euch nicht runterlassen. Macht immer weiter. Glaubt an euer Ziel. Und wenn ihr daran arbeitet, dann erreicht ihr es. Genau. Super, ich hätte es fast nicht schöner können sagen. Ja. Genau. Wir danken dir schon mal ganz herzlich und verabschieden uns von dir. Jawohl. Merci vielmals für deine Zeit, dass du da warst. Immer wieder gern. So, jetzt, ich Danke mache das vielmals. erstmal, ich tue dich einfach mit dem Kreuzchen da entfernen Jawohl. im Video. Gut, ciao, Lea. Ciao. Gut, und ihr, liebe Zuschauer, wenn es euch jetzt so ein bisschen gepackt hat oder ihr euch weiter wollt informieren, dann tun wir euch nachher gerade noch zwei Adressen einblenden, wo ihr könnt drauf gehen könnt, wenn ihr noch mehr Infos habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann einen Screenshot machen, dann seht ihr es gerade. Wir haben dann auch noch Informationen jetzt zum Arbeitgeber vom Lead, vom Schmidhof, wo wir uns ganz herzlich bedanken, dass sie den Lead uns zur Verfügung gestellt haben, dass wir ihn ausfragen können. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr die nächsten paar Tage auch noch reinschaut und wünschen euch sonst ganz viel Spass bei eurer Berufswahl, Lehrstellensuche und was sonst noch so ansteht in eurem Leben. Genau, dann sind wir jetzt gerade noch als erstes mal zum Arbeitgeber, der Schmidhof. Eben ganz herzlichen Dank, habt ihr uns den Lehrort ausgelehnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne abfoteln. Wenn ihr euch für einen Betrieb interessiert, lohnt es sich immer wieder mal auf die Homepage von dem Betrieb zu gehen. Dort gibt es meistens auch noch spannende Infos. Und dann haben wir euch noch die zwei Adressen, pulsberufe/gesundheitsberuf und berufswahl.zh.ch, wo wir ganz viele weitere Infos findet. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. Ciao zusammen!